Ich habe halt Sengoku Dynasty noch weitergezockt. Weil ich ja das mit dem Beat mal ausprobieren wollte. Wollte aber nicht speichern. Jo. Ganzes Spiel. PC hat dann auch erstmal gemeint, vor allem am gemeint wegzugehen. Also keinen Bock mehr zu haben. Vor allem dann am Wochenende, am Samstag, ne? Wir wollten ja das DLC vorstellen, ich und der Johannes, ne? Internet weg. Ja, ich komme morgen auch nicht, weil morgen kommt die Telekom. Die bauen bei uns das Glasfaser ein, 500.000er Leitung. Gebe ihm gute. Habe ich morgen auch den ganzen Tag kein Internet. Wenn Ja. ich Pech habe, kann ich bis Donnerstag nicht zocken. Oh, ist doch kein Problem. Ich könnte schon, aber alles nur offline, so, ne? Also, da Das kriege ich schon wieder Krätze. Einzigste, worauf ich mich freue, wenn wir morgen wieder ein bisschen fliegen, und ich hoffe, dass dann morgen das Paket da ist von dem Moser, die Vorrichtung für den Tisch. Dann geht's erstmal wieder richtig mit trainieren, ey. Weil das Moser-Lenkrad, ey, 5 Newton. Weil da bin ich abends erstmal wieder bei den Männern auf dem Discord und guck dann auch mal, dass ich das von der Force-Feedback-Stärke richtig einstelle, weil ich habe echt manchmal so eine komische Grundfunktion, aber naja. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel kein ACC mehr zocke. Weil ich hier irgendwann einen seelischen kompletten Austicker kriege. Weil das Force Feedback bei mir eingestellt ist und er meint Logitech, Danke ach komm, dir. wir kloppen diese bescheuerte Zentrierfeder da drinnen mal auf volle Kanne, sodass das Lenkrad richtig rumreißen muss. Ja gut, ich habe aber gehört, dass das auch von der Einstellung ja von der Software auch oder von dem Autos auch anders ist. Och, ich will nicht so viel sagen, weil wie gesagt, ich habe da mit Pharao, also mit Thomas, da mal drüber geredet und wie gesagt, Männer, danke nochmal für die tolle Hilfe da. Auch da ich nochmal 7 € nicht verschenkt habe. Wie gesagt, morgen machen wir dann die ganze Einstellung und dann wird es am Mittwoch getestet. Deswegen freue ich Boah, mich jetzt hab ich's drauf. aber auch. Ich bin halt nur sehr frustriert, dass es am Samstag und Sonntag sogar nicht geklappt hat, ey. Mit dem Internet da. Mein Sonntag kann nicht streichen. Das löscht den. Ganz ehrlich. Aber weißt du was, mich ist dadurch voll entspannt, ne? Omsi fahren. Du hast keine Probleme, die Busse funktionieren, du kannst stinknormal deine Linie fahren. Hauptsache du bist da. Jetzt muss mein Gaspedal ärger. Ach man, ich hab keinen Bock mehr. Muss mein Gaspedal. So. Aber wie gesagt, morgen für die Airliner fliegen. Ist auch schon lang her. War einmal vor langer Zeit ein Hans-Peter Wurst. Einfach 40 Stunden. Boah, krass. Ja, ich hätte, also ganz ehrlich, also wenn ich für die. Halt nicht die ganze Zeit deine Lage, Bus. Also für meine Felder, ich habe mir jetzt auch Feld 26 geholt und da kannst du ja nicht mit dem MAN und dem Kipper da, kannst du ja nicht komplett unter das Rohr fahren, wenn du abtanken bist, den Mähdrescher. Und ich habe mir da jetzt einfach mal überlegt, dass ich für jedes Feld 2 Punkte extra mache, ne? Also so wie, so, ich glaube, das hat ja auch der
Mario quasi auch vor, so gehabt, ne? Großes Feld, hast halt einen Überladewagen, da wartet dann quasi der fährt er jetzt nicht. Der MAN mit seinem Kipper, ja. Und erst wenn er dann ganz voll ist, kannst du dann sagen, hey, fahr zum Lager, schütz da ab. Weil es so einfach besser ist, ich weiß nicht, also. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich habe halt immer gedacht, okay, du kannst halt den MAN dazu nehmen. Mit dem Kipper und der tankt dich dann auf dem Feld ab. So habe ich es quasi jetzt bei Feld 26 gemacht, aber so oft wie er mich da weggecheckt hat. Bin ich froh, was dass ist ich. Denn hier? Oh. Okay. Was ist denn los, Justin? Mein Bremspedal war's. Ich hab vergessen, die Haken reinzumachen. Den Drescher, das war im Fendt Idealo und das war der MAN mit dem Kipper. Also nicht den Traktor mit dem. Boah, wie heißt das? Wie heißt dieser Anhänger da? Fällt mir gerade nicht ein. Ich bin so lost, ey. Ich habe auch nicht wirklich gut geschlafen die Nacht, ey. Sonst war es immer der, der Traktor. Maisel Ferguson, die 8er Serie. Von dem Mittelkompakt-Traktor. Also, die Klasse. Wenn ich nicht noch die Hälfte vergessen hätte einzustellen hier, dann. Ach, Mann. Komm schon. Also ein Traktor nur fürs Abtanken und der LKW mit Kipper soll quasi dann am Feldrand dort stehen bleiben. Dann läuft das. Ja, genau. Also wie gesagt. Das ist ja das, was ich beim Hirschfeld mal angucken will. Gerade wegen Rote Beete, das, was du mir auch mal damals gesagt hast, gezeigt hast mit den Kartoffeln. Sag mal. Geil. Ich habe euch gerne das Licht angeschaltet. Ah, oh, das gibt eine Bewertung. Psst. Oh, mir fehlen die Fonts von der Innenanzeige. Ja, geil. Okay. Ja, es hat eigentlich auch funktioniert. Also, aber das Feld war so, ja, das Rohr war dann quasi so schräg, du kamst gar nicht runter zum Abkippen. Und bei Feld 26. Also, das ist so mein grundlegendes Problem. Auf geht die wilde Hilde! Okay, ja genau. Das ist das, was mich reizt es nämlich, weil ich brauch's nämlich für den Güllebehälter, also das Güllebassin. Weil, da wo ich meinen Stadthof habe ich ungefähr zwei Felder zu versorgen. Und wenn ich da schon einen unterirdischen Güllenbecken reinmache und kann den Abfahrer quasi dahin fahren, dann passt das. Ah, genau. Einen schönen guten Morgen, Johannes. Schönen Start in die Woche wünsche ich euch. Allen. Also nicht nur Johannes. Eieiei. Ja, man merkt, ich habe keinen guten Start in die Woche gehabt. Ich bin so lost. So lost wie Lost MC.
Lost Boy Germany. New name on my channel. Nein. Badu. Nein, heute. So, aber ja. Ja, mit Iterian, okay. Alles klar, Soos. Ich wünsche auf jeden Fall einen ruhigen Dienst. Lass dich nicht ärgern. Auch wenn es kalt ist. Morgen sind wir wieder zur üblichen Zeit dann da, ne? So. Johannes, ich hoffe, dir geht's gut. Oh, ich... Tut mir echt leid, dass das nicht geht, ne? Also, nicht funktioniert am Wochenende. Aber ja. So. Ach komm, Ampel schalt um. Jetzt macht mein Force Feedback Ärger. Warum das denn? Oh, Alter. Hm. So, warum ist denn mein Zentrierfeder jetzt so hart? Du musstest über OMSI 2 extra laden. Ja. Das mache ich immer. Das ist auch so ätzend. Finde ich nicht. Ja, weil ich mir da wieder die Frage stelle, wofür hat das scheißige Software? Ist zwar auch wahr, aber naja. Ja, da braucht es meiner Meinung nach keine Software. Deswegen habe ich es bei uns schön geschmeidig eingestellt. Morgen. Ja. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Ach, fahr doch, was ist denn mit dir? Und wenn wir gerade schon dabei sind, das mit der Extra-Tasse. Junge, ich hol gleich meine XXL-Boss-Tasse raus. Also haben wir heute wieder so einen typischen Montag, ey. Nur am Meckern. Er klappt euch nix, also sagt er, was ist denn da los? So. Ey, seit 2 Wochen habe ich eine Pechsträhne, das kann's doch nicht. Jemand kann die sich doch auch mal ganz schwer verziehen. Ganz ehrlich. Ja. Ey, jemand reitet auch mal. Mach Dude. Weißt du, Kopfhörerproblem gelöst, PC-Problem gelöst, kommen die nächsten Probleme. Was soll denn das? Verschleiß. Ey, krieg ich den Verschleiß von mir? Gibt's aber gleich mal richtig dick hier. Da muss ich, glaube ich, mal eben kurz einen Call hoch und dann geht's hier mal richtig ab kurz. Ah, das ist klar. Da fliegen ja aber mal richtig die Fetzen. Habt denn ihr wenigstens einen schönen Start in den Montag gehabt, Chat? Wie gesagt, ey. Manchmal. Der ist schon in Recklinghausen, ich noch nicht mal annähernd. Oh. Ey! Weil ich mir gleich zieh doch nicht mit 10 km/h auf eine andere Spur rüber. Bist du irgendwie. Ja. Ich bin komplett stehen geblieben. Eieiei. Krieg schon wieder Kampfanfälle. Knieschmerzen krieg ich dabei schon wieder. So, dann sage ich schon mal danke fürs Zusehen für die erste Folge. Wir sehen uns dann nämlich in der nächsten Folge wieder. Bam, bam. Der beschissene Spock. Ja, genau, genau. Also. In diesem Sinne, gute.